Man kann 37 Züge alles perfekt gemacht haben, die beste Partie aller Zeiten, aber jetzt ein Fehler und alles bricht zusammen wie ein Kartenhaus, alles ist vorbei. Entscheidungen müssen im modernen Führungsalltag immer schneller getroffen werden, sie werden immer komplizierter und sie haben eine immer größere Tragweite. Wenn wir heute die Schachfiguren so aufstellen, sieht man die Aufstellung des alten indischen Heeres, wie es vor 1500 Jahren normalerweise in die Schlacht gezogen ist. Und das Geniale, was dem oder den Erfindern des Schachs gelungen ist, dass die ganz besonderen Fähigkeiten jedes dieser einzelnen Truppenteile mit ganz einfachen Regeln und einem simplen Brett da sozusagen hineingezaubert sind. Wir wissen aus allen Forschungen jüngerer Zeit, dass unsere Intuition für unser gesamtes Verhalten, für alle unsere Entscheidungen, eine viel größere Rolle spielt, als man Jahrhunderte hinweg angenommen hatte. Wie kann ich meine Intuition besser verstehen? Wie kann ich sie weiterentwickeln? Wie kann ich sie überzeugend anderen kommunizieren? Und ganz wichtig, wie kann ich mich vor schwerwiegenden intuitiven Fehlleistungen schützen? Genau hier setzt unser Strategiemodell Königsplan an, das ich gemeinsam mit Professor Robert von Weizsäcker und Diana Dengler in langjähriger Forschungsarbeit entwickelt habe. Entstanden ist es aus den besten Strategien der Schachgroßmeister über 1500 Jahre hinweg und es bietet eine Vielzahl von ganz praktischen, handfesten Werkzeugen für Planungs- und Entscheidungssituationen. Und eben das besondere Alleinstellungsmerkmal des Königsplans ist, dass es die Kräfte von Ratio und Intuition in unserem Planungs- und Entscheidungsprozess zusammenführt. Erst diese Kombination ermöglicht meisterliches Planen und Entscheiden. Und genau dieses Wissen wird erstmals zugänglich in unseren Vorträgen und Seminaren.